herzlich willkommen zu Mondays for Future. Late Night Berlin, die lustigste Show neben dem britischen Unterhaus. Mein Name ist Ricky von Tic-Tac-Toe, herzlich willkommen. Das Publikum ist übrigens heute nicht freiwillig hier, die haben mit Thomas Cook gebucht und wir halten die jetzt so lange fest, bis sie bezahlen. Nochmal bei mir nämlich, ja. Bei mir kommt nämlich aus der Insolvenzmasse sonst nichts an. Leute, es ist kalt geworden, sieht man vielleicht an meinem Pullover. Herbststurm Mortimer fegt über Deutschland. Die Menschen ziehen sich zum Winterschlaf in ihre SUVs zurück. Ja. Man merkt, die kalte Jahreszeit hält Einzug. Endlich fühlt sich Berlin wieder so an, wie es aussieht. Schön. Meine Damen und Herren, der Herbst ist da. In der Mitte haben die Hipster schon wieder 2 Kilo Laub im Bart. Daran erkennt man das. Es ist so richtig eklig feucht und kalt. Für mich ist der Herbst das Love Island unter den Jahreszeiten. Das Wetter ist draußen so ungemütlich. Flair bittet die Beamten bereits, ob sie ihn mit auf die Wache nehmen können, damit er sie im Warmen weiter beleidigen kann. Es ist jetzt wieder diese Zeit im Jahr, wo die Bäume schneller braun werden als Wahlbezirk im Osten. Ja. Herbst. Wenn man nicht unterscheiden kann, ist es ein Hipster in einer Skinny Jeans mit dicken Balenciaga-Schuhen oder ein Kastanienmännchen. Man weiß es einfach nicht. Was hat man da vor sich? Es ist innerhalb kürzester Zeit 20 Grad kälter geworden. Das kennt man sonst nur von der Leichtathletik-WM in Katar, wenn sie die Klimaanlage anschmeißen. Es ist sogar so ungemütlich geworden. Joko hat seinem Manager gesagt, zur nächsten Klimademo nur noch mit Heizpilz. Ja? Ich mag den Herbst aber. Herbst ist gut. Herbst ist schön. Kann man schön zu Hause rumsitzen, sich so einmummeln, ne, in seinem Lieblingskuschelpullover vielleicht, auf der Couch bleiben, nicht rausgehen, Kekse fressen oder kurz für Jakob Alltag. Hm? Es passieren aber auch nicht so schöne Sachen. Herbst ist ein sehr schöner. Du störst dich beim Keksessen. Es passieren auch andere Sachen, die nicht so schön sind wie im Herbst. Der Glaube an die Mobilitätswende hat empfindlich gelitten in der vergangenen Woche. Bei einer Verfolgungsjagd in Kalifornien sind Polizeibeamte einem verdächtigen Fahrzeug hinterhergefahren. Allerdings nur, bis der Akku vom Polizeiwagen alle war. Kein Scheiß. Die Polizisten waren in einem Tesla unterwegs und offenbar hat der Saft dann für Blinker, Blaulicht und Fahren nicht gereicht. Sie mussten den Rentner im Rollator leider entwischen lassen. Der Fall hat sich in der Nähe von San Francisco ereignet. Und die Polizeidirektion hat jetzt alle Verbrecher aufgefordert, nur noch bergab zu flüchten. Dann würde das gehen. Wenn es das früher gegeben hätte, oder? O.J. Simpson würde heute noch Football spielen. Ja. Können wir nicht rausschneiden, oder? Leute, O.J. Simpson mit dem Handschuh. Ist doch witzig. Mei, oh mei. So, der Vorfall soll ich natürlich nicht wiederholen. Jetzt kommt was Witziges. Jetzt wartet, ab jetzt kommt ein Gag für euch. Der Vorfall soll sich natürlich nicht wiederholen. Ab jetzt fahren die Streifenwagen mit Netzstecker. Naja. Eine Alternative. Ja, komm, ist gut. Sowas, das muss jetzt auch nicht sein. Ich kann auch ohne. Kenn das. Eine Alternative für Verfolgungsjagden könnte natürlich der Zug sein, aber ich lese diesen Schocker. Eine Studie hat belegt, dass die Bahn häufig unpünktlich ist. Ja, es tut mir leid, dass ihr es von mir erfahren müsst. Die Bahn hat Verspätung. Ist eine ganz aktuelle Studie und die besagt, das ist wirklich eine spektakuläre Zahl, die kommt 2570 Tage verspätet. Das ist dabei rausgekommen. 7 Jahre Verspätung. Neulich ist einer in Berlin aus dem Zug gestiegen und hat gerufen, Scheiße, Trump ist Präsident. Nicht einmal 3 von 4 Bahnen kommen pünktlich. Die Züge kommen derart verspätet. Letztens war im ICE Peter Alexander auf dem Cover vom Bahnmagazin. Ja? Die Sendung Galileo hat es auch getestet. Oft ist man mit einer Wasserrutsche schneller am Ziel als mit dem ICE. Die Bahn will auf jeden Fall was unternehmen. Zuerst werden die Uhren in den Bahnhöfen gegen Kalender ausgetauscht. Ja? Wann kommt Ihr Zug? Im Februar, Gleis 7. Ja, ich nehme da gerne den Märzzug. Ja? Ich hole mir gerne noch einen Kaffee vorher. Ja? Hat man ein bisschen Zeit, muss man nicht so rennen. Ne? Wisst ihr, was in Schweden passiert ist? Das ist eigentlich noch spektakulärer. In Schweden sind die Folgen des Klimawandels sehr sichtbar. Da wurde jetzt herausgefunden, indem man das also untersucht, die Elche werden immer kleiner. Ich meine, sicher ist das blöd. Die Tiere werden kleiner, Arten sterben aus, die Biodiversität, ja, geht vor die Hunde. Aber man kann es auch positiv sehen. Ist doch süß, so ein kleiner Elch. Ein ganz kleiner Elch. Das ist niedlich. So irgendwie süß, oder? Viele Schweden sind natürlich richtig genervt. Ständig kommen die Elche durch die Katzenklappe ins Haus. Rennen da rum. Aber auch andere Tiere schrumpfen. Einige Eulen haben sich schon versucht, mit Braunbären zu paaren jetzt, ja. Und gerade gestern kam die Meldung aus Schweden, ein ganzes Wolfsrudel wurde von Spitzmäusen gerissen. Also, Achtung, im nächsten Skandinavienurlaub, wenn es da unter der Sohle knackt, es muss nicht zwingend ein Stock gewesen sein. Ja?
So, bevor ich es vergesse, ein Gericht hat entschieden, dass der AfD-Politiker Björn Höcke ganz offiziell Faschist genannt werden darf. Björn Höcke ist ein Faschist. Es kommt kein Gag, ich wollte das nur mal im Fernsehen sagen. Gloria! Thank you.